Können wir mit Trinkwasser aus dem Wasserhahn unseren Bedarf an Mineralien decken? Oder sollten wir unseren Durst doch lieber mit Mineralwasser stillen? Wasser ist vor allem ein Durstlöscher, egal ob es aus der Leitung sprudelt oder aus der Flasche. Denn die lebenswichtigen Mineralstoffe, die unser Körper braucht, nehmen wir vor allem mit der Nahrung auf. Calcium steckt zum Beispiel in Milchprodukten. Magnesium ist in Vollkornprodukten, Obst und Gemüse enthalten. Und Natrium liefern uns Salz und Gewürze, und zwar nicht zu knapp. Eine zusätzliche Aufnahme durch Trinkwasser ist meist gar nicht nötig. Daher kann Familie Moser ihren Bedarf an Mineralien weder mit Trinkwasser aus dem Hahn noch mit Mineralwasser decken. Bei den rund 500 deutschen Mineralwassermarken variiert der Mineraliengehalt sehr stark. So gibt es Wässer mit 20 Milligramm Calcium pro Liter, andere weisen ein Gehalt von bis zu 340 Milligramm auf. Das Trinkwasser, mit dem die Bürgerinnen und Bürger aus der Ulmer Innenstadt versorgt werden, hat 72,5 Milligramm Calcium. Es stammt überwiegend aus den Talböden von Iller und Donau und ist so rein, dass außer einer Desinfektion keine weitere Aufbereitung nötig ist. Denn die Kiesschichten, durch die es fließt, wirken wie ein natürlicher Filter. Zudem wird die Qualität im SWU-eigenen Labor ständig überwacht. Aber auch unabhängige Labore bestätigen, dass unser Trinkwasser hier ein qualitativ hochwertiges Lebensmittel ist. Ob man nun 20, 72,5 oder 340 Milligramm Calcium mit einem Liter Wasser zu sich nimmt. Für einen gesunden Mineralienhaushalt ist vor allem eine ausgewogene Ernährung das A und O. Und daher kann ich Familie Moser nur empfehlen, weiterhin ihr Leitungswasser zu genießen. Denn es hat eine hervorragende Qualität, ist unschlagbar günstig und man braucht auch keine Sprudelkisten mehr zu schleppen. SWU. Zusammen für eine bessere Umwelt.